Was habt ihr schlussendlich gekauft? Eine Dienstleistung, eine Ausbildung, ein Produkt, ein Erlebnis, irgendeine Lösung für irgendein Problem, was ihr hattet? Also für mich persönlich war es so, wie ich die Ausbildung, also wie ich die Ausbildung machen wollte und gemacht habe, war für mich definitiv klar, dass ich ein richtig cooles Konzept selber unterrichten kann, weil ich es nicht nur machen wollte, sondern ich wollte es wirklich anderen Teilnehmern auch die Möglichkeit geben, dass sie genau das Gleiche durchziehen können an Workout, weil ich war vom ersten Hit-the-Beat-Workout von der App aus, war ich schon so geflasht, dass ich gesagt habe, ich will das nicht nur selber machen, wie gesagt, sondern ich möchte das auch gerne unterrichten, den anderen Leuten beibringen. Bei mir war das Weitergeben war für mich dieser Hauptfaktor, warum ich dann nachher die Ausbildung gemacht habe. Danke. Was haben die anderen zu sagen? Für mich war es tatsächlich der Spaßfaktor. Also wenn ich mir jetzt überlege oder rückwirkend überlege, ich kannte Hit the Beat ja vorher schon. Ich war ja 2 Jahre Teilnehmerin, bevor ich dann gesagt habe, okay, geil, ich mache die Ausbildung. Und ich habe da eigentlich gar nicht so viel drüber nachgedacht. Für mich hat der Kurs einfach Spaß gemacht. Ich hatte Bock dabei. Es war immer eine coole Stimmung. Und es war für mich so einfach, ja, etwas, worauf man sich gefreut hat. Und da habe ich gedacht, ja, okay, geil, mache ich. Es war für mich nicht, dass ich sage, okay, ich kann damit jetzt finanziell irgendwie was aufbauen oder so, sondern es war für mich einfach die Leidenschaft und der Spaß, der dahinter war. Hast du bei Flo dann den ersten Kurs gemacht? Ja. Also es war, ich war irgendwie 2 Jahre oder so Teilnehmerin bei ihm, und dann hat er halt zu Lena und mir gesagt, ja, wollte ich nicht Trainer werden? Wieso? Keine Ahnung. Ja, okay. Wie ist bei den anderen? Also ich glaube, ich habe mich bewusst für die Veränderung entschieden. Also ich musste jetzt echt lange überlegen, was mich denn motiviert hat, die Ausbildung zu machen. Und ich glaube, ich war mir bewusst darüber, dass ich eine Veränderung haben wollte in meinem Leben und die bewusst angegangen bin. Ich wollte irgendwas Neues in meinem Leben, ich wollte, dass sich etwas verändert. Und das hat es natürlich auch im Endeffekt, ne? Also ich meine, ich habe mein Ziel erreicht, ich habe super viele Kontakte, ich habe super viel gelernt und tue es immer noch. Aber ich glaube, ich habe mich in dem Moment, ich wusste, dass ich eine Veränderung brauchte, und ich habe mich bewusst dafür entschieden. Aber wieso hast du dich dann entschieden? Du hättest ja auch Zumba machen können, Fußball spielen, weiß nicht. Ja, ich Wieso? meine, ich hatte halt den Bezug, ne? Man kannte dich, man wusste, was du für eine Maschine bist in der Szene halt in dem Fall. War ja klar. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt habe ich halt selber getanzt. Und das Erste, was mir nahe gekommen wäre oder in Frage gekommen wäre, wäre halt Hit the Beat, damals Breakletics. Weil das sind Übungsabläufe, die mir vielleicht bei meinem Training helfen. Das sind Übungsabläufe, die einen fit halten. Und ich meine, wir werben ja auch damit, ne? Ausdauer, Beweglichkeit, Kraft, Koordination und so weiter. Und das sind genau die Dinge, die für mich persönlich in meinem Leben, bei meinem Training nicht fehlen dürfen, dass ich so ein, im Allgemeinen, sag ich mal, fit bin und den Menschen das weitergeben kann. Also, um es auf den Punkt zu bringen, ich wollte eine Veränderung, und das nächste, was halt, sag ich mal, in Frage kommen würde, wäre Hit the Beat gewesen. Cool. Was sagen die anderen? Manu bewegt sich. Ja, hallo. Genau, also bei mir war es ein bisschen so, beim Chris würde ich sagen, einfach auch, dass ich das, weiß nicht mehr wo, auf Insta oder irgendwo, ich gesehen habe und habe dann gedacht, wow, was ein geiles Konzept. Also ich bin ja auch Physiotherapeutin und habe dann gedacht, wow, endlich mal was, das wirklich funktionell ist, wo nicht irgendwie einseitig ist oder isoliert irgendwelche Übungen gemacht werden, sondern einfach so ein Ganzkörpertraining ist. Und ich würde sagen, ich habe schon ein Stück weit ein Konzept oder Produkt mir dann quasi gekauft mit der Ausbildung, wenn ich das so sage darf. Wobei es dann im Nachhinein ja viel mehr ist. Also es ist ja dann wirklich wie ein Erlebnis oder so ein bisschen so ein Lebensstil, würde ich mal beinahe mittlerweile sagen, was es dann tatsächlich war. Aber letztendlich die Entscheidung war schon einfach ein cooles Konzept, ein cooles Kurskonzept zu haben und mit dem einfach ja, Leute zu begeistern und für die Bewegung wieder zu begeistern und einfach
dass das Ganze funktionell ist und nicht einseitig, war mir damals ganz wichtig, genau. Cool. Alexandra? Ihr wart mir einfach sympathischer als die anderen. Na, ehrlich. Okay. Also bei mir war es so, ich habe eben so absolut, also ich habe vorher beim Turnverein hier eben meine normalen Kurse gegeben und habe dann einfach nach was geschaut, nach was Professionellem, ja. Und ich muss tatsächlich sagen, ich war noch nie in einem Hit-the-Beat-Kurs, bevor ich die Ausbildung gemacht habe. Aber ich habe es einfach super geil gefunden. Und also ich hab mir wirklich viel angeschaut, eben alle möglichen Konzepte, Jumping, Zumba, Les Mills, keine Ahnung, alles Mögliche. Aber mir waren die entweder zu verspielt oder zu hardcore. Ah, mit den Trainern und die Schreien da. Na, bin ich wohl nicht. Und von dem her war es für mich einfach das Gefühl, was da mitgeschwungen hat, ganz ehrlich. Für mich war es aber auch eine Entscheidung und es war absolut die richtige. Ihr wart authentisch und sympathisch. Es war ein mega Konzept. Es hat Du brauchst keine Vorkenntnisse als Trainer, ja, weil ich komme einfach nicht aus dem Fitnessbereich, ich komme aus der Ernährung. Punkt. Perfekt. Kann jeder machen. Und hast du es beide, habt ihr, also ich weiß ja, wo Tuba und Larissa es mehr oder weniger herhaben, aber Manu und Alexandra, habt ihr das aus der App oder aus der Werbung kennengelernt das erste Mal? Facebook hat es mir vorgeschlagen. Ich habe immer funktionelle Übungen und so gemacht, sowieso schon. Und mir ist dann auf Facebook eben eine Werbung, hat es mir vorgeschlagen und habe mir dann ein paar Sachen angeschaut, habe ein paar Sachen mittrainiert und habe mir gedacht, dann habe ich mir das noch ein bisschen angeguckt mit euch, wie das ausschaut. Ja, und das hat community-mäßig einfach auch passt, das ist ja fertig, genau. Das war es bei mir, ja. Okay. Also bei mir war es, ich glaube, einfach für mich nach irgendwelchen Workouts gesucht auf YouTube und dann, genau, wart ihr da auf einmal. Ich glaube, das Erste, was ich gesehen habe, war dieses 8 Minuten in so einer Fabrikhalle, wo ihr so im Kreis macht, genau, was ich gesehen habe. Genau. Und dann, nachdem ich das gesehen habe, habe ich dann eben speziell gesucht, Okay, überall nach. also keiner von euch würde sagen, als er das alles da gesehen hat, dass er Angst hatte, sich zu melden oder auf den Knopf zu drücken, dass ihn irgendwas abgeschreckt hat. Keiner. Also ihr habt das cool gefunden, Gefühl oder beim Kurs mitgemacht und dann habt ihr einfach für euch entschieden, ich probiere es aus, ich nehme Kontakt auf und dann nehme alles seinen Lauf. Okay, Emmy, hast du noch was zu sagen dazu? Nein, alles gesagt. Also auch, ich habe es auch über Facebook gesehen. Für mich war es eine Ausbildung, für mich war es ein Weg aus meinem Albtraum Büroarbeit raus. Und ja, also es war auch so ein Kick von, ich hab's, es war die Werbung, da war die, glaube ich, auf der FIBO, wo da ganz viele waren. Ich habe das gesehen und war direkt verliebt und ich habe auch mir gar keine Gedanken gemacht. Ich habe es dann nur eben gesucht, nicht gefunden hier, die App ausprobiert und zack, uff, war dann klar, ich mache die Ausbildung. 5, 6, 7, 8.